Hallo und herzlich willkommen bei Veronikas Seelenzauber, jetzt auch auf YouTube. Ja, ich gebe zu, es kostet mich Überwindung, jetzt auch hier aktiv zu werden, aber ich versuche es einfach mal, weil es mein Innerstes von mir so gern hätte. Ich entschuldige mich, wenn es mal rumpelt, das ist dann mein Hund, der sich hinlegt. Und falls ich zu bayerisch werde, bitte sagt's mir Bescheid. Ich gebe mir größte Mühe, Hochdeutsch zu reden, damit mich ja wirklich jeder versteht. Schönen Gruß nach Österreich, ihr dürftet mich verstehen. Ja, Thema momentan Geduld, Ausdauer, Selbstdisziplin und die liebe Urangst. Überwinden, weitergehen. Jetzt. Du. Ja, genau du. Was, warum? Die Welt braucht dich. Die Welt braucht dich, weil es gibt Menschen, die leben nur ihrem alten Komfort. Es gibt Menschen, die haben noch nichts verändert. Es gibt Menschen, die wollen einfach noch nicht, beziehungsweise können einfach auch noch nicht, weil die einfach einen anderen individuellen Weg haben, wie jeder von uns. Weil es gibt auch Menschen, die weiter sein wie ich, es gibt Menschen, die weiter sein wie du, es gibt Menschen davon, wir haben alle Schwingungen momentan auf dem Planeten. Aber es werden Gott sei Dank immer mehr, die ihre Schwingung erhöhen und somit den Planeten nach oben ziehen. Und drum bist jetzt du wichtig, weil allein, dass du dieses Video anschaust, zeigt, dass du was verändern willst, dass du dein Leben in Erfüllung leben magst, in deiner inneren Erfüllung und somit auch in deiner äußeren Erfüllung. Und dadurch wirst du dein Licht anheben. Wie, wann, wo, in welcher Zeit? Das wird sich zeigen. Das ist dein individueller Weg. Das ist auch alles richtig. Wie, was, wo, wann geschieht. Aber es ist wichtig, dass du es jetzt tust. Es ist wichtig, dass du jetzt in dich reinhörst und die Impulse umsetzt. Weil die Menschen, die noch nichts gemacht haben, die brauchen dich. Die brauchen dein Licht. Weil damit hilfst du denen. Wenn du dich lebst und dein Strahlen sorgst und einfach sagst, hey Welt, da bin ich. Und ich liebe mein Leben und ich mache alles, damit es erfüllend wird hier drin und im Außen auch, weil ich es einfach verdient habe und weil ich der Welt helfen will, dass wir endlich in die neue Zeit kommen. Weil man da das einfach der Sinn unseres Daseins ist, dass wir die Welt mit nach oben reißen, dass wir die Welt mit nach oben ziehen. Ich entschuldige mich übrigens, falls ich nicht direkt irgendwie mit dem Schauen, das muss ich erst nur üben. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall. Wie könnt ihr die Angst, oder wie ist es einfacher, die Angst zu überwinden, geduldig zu sein und die Selbstdisziplin und die Motivation vor allem auch zu haben? Eigentlich einfach. Leb im Jetzt, leb im Hier und Jetzt. Geh von Moment zu Moment, leb jeden Moment, genieß den, leb den aus, beobachte, was um dich rum geschieht, schau vor allem auch immer hin, wenn irgendwas dich triggert, wenn irgendwas an dich rantragen wird, was du jetzt sagst, das gefällt mir jetzt aber nicht. Dann am besten gar nicht werten großartig, sondern einfach gucken, hey, was hat das mit mir zu tun? Und dann gehst weiter. Du musst da gar nicht lang die aufhalten. Es ist nur wichtig, dass dir bewusst wird und dass du es dann wandelst auf deinen weiteren Schritten. Weil das Universum prüft dich nicht bloß einmal, das prüft dich immer wieder und du wirst das immer schneller schaffen und immer besser. Und es ist ja ein Zyklus, es kommt ja auch alles immer wieder, aber halt in geschwächter Form. Und wenn du quasi so stabil bist, dann kommt was anderes als Resonanz und dann kann es wunderschön werden. Dann kann es wunderschön werden. Und ja, im Moment existiert einfach keine Ungeduld. Im Moment existiert du, existierst einfach nur du. Und die Urangst ist ja eine Illusion in dir drin. Das ist einfach, sag einmal, die wird gewandelt, indem du weitergehst, indem du. Auch wenn die immer wieder sagt, das Teufelchen da auf deiner Schulter, wenn das immer sagt, na, das kannst du nicht, das darfst du nicht und
Das interessiert doch keinen und sei doch einmal ruhig und weiß der Geier was. Lass reden. Lass reden. Ich sag meistens nur, ja, ich hab die Alib und geh dann weiter. Weil ich einfach nicht kämpfen damit. Labern lassen, auf gut Deutsch gesagt, ja. Ist jetzt meine Erfahrung, dass das einfach dann bist du am schnellsten wieder im Moment und dann bist du am schnellsten wieder in der Liebe und am schnellsten wieder im Jetzt. Und was du sonst noch tun kannst, Musik hören. Aufbauende Musik hören, die dir vielleicht jetzt auch gerade zufliegt, weil das Universum unterstützt uns ja. Dann genieß die Sonne, genieß die Wärme, mach langsam, mach stressfrei. Im Jetzt existiert auch kein Stress. Mach einfach einen Schritt nach dem anderen. Geh weiter, fühl immer in die Reihe, komm immer wieder zur Stille, acht auf Zeichen, die auf deinem Weg liegen, acht auf Zeichen, die dir von Menschen gesandt werden. Oft sagen die dir was und im Grunde sagen die dir auf einer ganz einer anderen Ebene ganz was anderes. Und wenn du da beobachtest und darauf achtest und in die Reihe spürst, dann kriegst du solche Sachen mit. Und dann entfaltet deine Fähigkeiten. Es werden immer mehr im, sag mal, ich weiß selber von mir, die letzten 2 Monate waren extrem intensiv. Da hat sich wirklich einiges entwickelt. Und es soll wohl so weitergehen. Zumindest habe ich die Info gekriegt, dass den Monat einige wirklich in die bedingungslose Liebe zu sich selber kommen werden und somit dann, wie ich es im Augustausblick schon geschrieben habe, auch im Außen den zweiten Part sozusagen anziehen, mit dem es dann wiederum weiter wachsen können. Und ja, also es lohnt sich, wenn du jetzt weitergehst. Es lohnt sich auf jeder Ebene, weil es lohnt sich allein für dich, auch wenn jetzt den Monat vielleicht noch keiner kommt, falls du allein bist. Es lohnt sich für dich, für deine Entwicklung, es lohnt sich einfach für dein Leben. Weil was kann besser sein, als dich selber jeden Tag glücklicher zu machen? Und das wirst du, wenn du weitergehst. Und die Angst wird immer kleiner, die verschwindet irgendwann. Ja, okay, ganz verschwinden wird es wohl nie. Aber du kannst damit leben. Weil ich meine, es kommt immer wieder irgendeine Angst. Es ist ja ein stetiges Werden, das ist ja das Schöne. Und du wirst aber, umso weiter du gehst, die Ängste werden immer leichter und die Geschenke vom Universum immer schöner und die Resonanz von draußen immer liebevoller. Also es lohnt sich, wenn du an dir arbeitest, wenn du weitergehst, wenn du sagst, nein, ich mache jetzt mein Leben, mein restliches Leben zum besten Teil von meinem Leben, weil ich es verdient habe, weil ich es wert bin, weil ich einfach glücklich sein mag und glücklich bin. Glück ist eine Entscheidung. Entscheid dich, dass du ab heute glücklich bist. Egal, was von außen kommt. Egal, ob die Menschen dich verstehen, egal, ob die Menschen das cool finden, was du machst. Mach's einfach. Wenn es dein Herzensding ist, dann wird's funktionieren. Ja. Erstes Video, 8 Minuten haben wir jetzt. Okay. Ich danke euch von Herzen fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir irgendwie da mal drunter schreibt, ob ihr mich alle verstanden habt. Ich hoffe es. Ansonsten, ja, wie das jetzt in Zukunft hier auf Seelenzauber weitergeht, kann ich eigentlich jetzt so noch gar nicht sagen, weil ich selber nicht weiß. Ich weiß bloß, da wird noch etliches entstehen, weil ich momentan 1000 Ideen habe. Und ja. Persönliche Readings wie immer unter seelenzauber@mail.de oder über meine Facebook-Seite, die ist unten verlinkt. Einfach Nachricht schreiben. Ansonsten bin ich dankbar für jede Spende, die für die Beiträge so eingeht. Und zwar für jeden Cent, weil ich dadurch natürlich auch wieder mehr machen kann, mehr nach außen dran kann, weil einfach gewisse Dinge einfach auch Geld kosten, wie Werbung zum Beispiel. So. Ihr Lieben, ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert und es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt, inwiefern das hier weitergeht auf YouTube.
keine Sorge, die Facebook-Seite bleibt nach wie vor so erhalten, wie sie ist. Ich werde vom Schreiben nie ganz wegkommen. Das muss ich einfach tun. Okay. Jo, zum Wochenende, genau das kann ich euch gleich noch mitteilen, zum Wochenende werden die Energien vermutlich so ausschauen, oder was heißt vermutlich, die werden so ausschauen, dass schlicht und ergreifend wieder um die Ausdauer geht, um die Selbstdisziplin, dass du nicht in alte Muster verfällst, nur weil jetzt gerade im Außen ein bisschen ruhiger ist. Wenn du das schaffst, können auch am Wochenende schon wirklich wunderbare Geschenke kommen. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen, ich wünsche euch alles Liebe, ich wünsche euch wirklich, dass ihr es schafft. Und nehmt es euch nicht krumm, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, habe ich auch. Ja, wir sind alles nur Menschen. Und mein Gott, dann ist halt ein Tag mal auf gut Deutsch gesagt, ja. Aber dann stehst du am nächsten Tag auf und dann sagst, ja. Und halt lebe ich wieder und halt bin ich wieder und halt mache ich wieder. Weil ich es einfach in mir gespür und es muss raus und ich möchte mich der Welt schenken und mein Talent und meine Fähigkeiten mit der Welt teilen. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet es nicht bereuen. Macht euch keinen Kopf über die Sachen, die noch nicht in euer Leben gefunden haben. Die kommen von allein. Ihr braucht euch nur einen Kopf machen um euer Leben, um euer Sein. Um was ihr fühlt, wie ihr es umsetzt, was reinkommt. Kümmert euch einfach momentan um euch. Und ja, habt Spaß dabei. Das ist ganz wichtig, habt Spaß dabei. Scheut euch nicht auch mal kindisch zu sein. Scheut euch nicht auch Blödsinniges zu tun, einfach weil es Spaß macht. Setzt euch auf eine Schaukel und schaukelt, wenn es euch Spaß macht. Warum nicht? Also, ich sag, das erfüllt das Herz einfach. Spielen, ja, wir dürfen spielen. Wir sind zwar am Erwachen und somit am Erwachsen, aber wir dürfen spielen, weil uns das beglückt und vor allem tut es einfach gut. Also mach, was immer dir einfällt, auch wenn du sagst, nee, das darf ich ja nicht, ich bin ja schon. Weiß der Geier was. Mach's, mach's. Es gibt keine Grenzen. Die einzigen Grenzen sind da drin. Und wenn du da Grenze spürst, dann geh drüber hinweg. Ganz einfach, weil du kannst. Weil die Regeln stellst du auf für dein Leben. Du ganz allein. Und umso mehr du dich lebst, umso schönere Schöpfungen vollbringst du und umso Schöneres kommt zu dir. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich richtig. Vor allem auch, wenn du deine ganzen Fähigkeiten dann entwickelst, wenn da immer mehr kommt, wenn du einfach merkst, wow, es geht voran. Und wenn du die ersten Geschenke kriegst und du schon völlig überglücklich bist und dann machst weiter und weiter und dann kommt immer mehr, immer mehr. Es lohnt sich. Also bitte bleib dran. So, jetzt zum Wochenende, wie gesagt, Selbstdisziplin, Ausdauer, Geduld. Und ich kann ein Lied davon singen in Sachen Ungeduld. Aber im Moment leben, genießen, einen Schritt nach dem anderen machen. Dann merkst du es nicht so, dass du ungeduldig bist. Oder dass das ein Teil von dir ist, weil eigentlich bist du ein sehr geduldiger Mensch. Wie auch immer, ja, ich will mir jetzt nicht zu lang verquatschen. Es sind jetzt dann doch schon 14 Minuten, ja. Und das erste Video soll ja auch nicht langweilig werden. Insofern lasse ich es jetzt gut sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das schaut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!